Ja, machen wir mal wieder ein kleines Video. In diesem Video wird es darum gehen, einen Perforce Client, Visual Client zu installieren, um Zugriff auf unsere Perforce Workspaces bzw. Schrägstrich Repositories zu erreichen und zu erlangen. Und zwar geht es darum, dass wir Unreal-Projekte mit Git teilweise nur sehr schwer verwalten können, weil halt Git als dezentrales System uns viel Kontrolle nicht erlaubt bzw. nicht gibt. Darum versuchen wir das gleiche Tool zu benutzen, das auch von Epic für die Entwicklung von Unreal, der Unreal Engine selber genutzt wird und das natürlich auch bei deren Projekten eingesetzt wird. Informationen zu dem Ganzen finden wir auf der Redmine-Seite unter Projekte. Dann sollte man zumindest die öffentlichen Elemente von diesem CG Lab finden. Wie gesagt, die meisten Sachen sind nicht so fürchterlich, ich sag's mal, aktuell. Das sieht man halt an solchen Stellen und teilweise auch an etwas alten Elementen, aber das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir versuchen das zu aktualisieren und aktuell zu halten, da immer mehr darauf angewiesen sind, dass hier wichtige Daten stehen. Insgesamt Informationen zum Labor findet man unter der technischen Dokumentation, unter Dokumente. Im Wiki findet man viel Nützliches an Informationen, wie Zugriffe und Zugriffsregelungen erfolgen. Dann für uns jetzt wichtig Perforce. Hier unten gibt es extra ein Kapitel Perforce und die Installation ist jetzt Thema dieses Videos. Wer Informationen selber sich erarbeiten möchte, kann das gerne oder sollte das sogar über diese Video-Tutorials machen. In diesem Video werde ich jetzt erst einmal nur die grundlegenden Installationsschritte durchführen und in den nächsten ein, zwei Videos wird es dann darum gehen, wie arbeite ich eigentlich damit. Das heißt also hier jetzt erstmal, wie mache ich eigentlich die Installation? Kann ich mir natürlich den entsprechenden Software-Teil von Perforce selber holen oder ich gehe hier auf Dateien und lade mir den Perforce Client runter. Für Testzwecke eigener Art kann man sich den Server hier runterladen, der erlaubt bis zu 5 Benutzer auf einer lokalen Installation, wer damit rumspielen möchte oder eigene Projekte damit hosten möchte. So, der Perforce Client wurde jetzt runtergeladen. Wir installieren den. Das ist eigentlich alles relativ straightforward. Da muss man nicht fürchterlich viel angeben. Eine übliche Fehlermeldung, die einfach nur besagt, dass wir unser Visual Studio Redistributable größer haben als das, was benötigt wird. Das ist aber bisher nie ein Problem gewesen. Next, dann lassen wir einfach die Standard-Konfiguration. Eventuell brauchen wir irgendwann noch mal dieses Sammel. Das wird sich aber erst im Laufe der Zeit entscheiden, weil im Moment haben wir noch eine Authentifizierung, die manuell lokal erfolgt. Das heißt also, ich muss jedem Benutzer einen entsprechenden Zugang erstellen. Wir können im Moment noch keine ZA-Authentifizierung machen. Das kommt aber im Laufe der Zeit so. Vielleicht noch mal die wichtigsten Informationen. Wir gehen noch mal zu dem Perforce. Hier steht nämlich der Server, der Host, den wir benutzen. Das ist unser Server und auch nur der funktioniert. Das ist der Laborserver und ich habe einen Testbenutzer angelegt. Wir können jetzt hier unten noch unser beliebtes Editor-Tool eintragen, also Notepad++ oder Genie oder irgend sowas kann man hier eintragen. Das wird dann standardmäßig für textbasierte Files benutzt. Im Normalfall ist es so, dass der Editor es gestattet, durch einen Doppelklick die entsprechend dazugehörige Applikation aufzurufen.
Wichtig ist halt die Angabe des Ports hier oben, also im Prinzip das Copy und Paste, hat man ja gesehen. Benutzer sollte schon vorhanden sein und straightforward einfach installieren. Das ist jetzt alles kein Hexenwerk. Damit sind wir dann auch schon damit durch. Das Starten erfolgt dann ganz normal. Wir sehen hier, es gibt ein PVV, das ist der Visual Client. Es gibt den Merge, damit kann man Projekte, Repositories, Daten zusammenfassen. Und es gibt die Administrationseinheit. Für euch oder für Sie wichtig ist nur der Visual Client. Der Administrationsteil ist nur für die Administratoren logischerweise interessant oder wichtig. Wir haben jetzt hier den Standard Öffnungsdialog, kann man auch umgehen, wenn man halt keine wechselnden Benutzer hat. Ich habe das leider. Von daher bin ich da immer darauf angewiesen, dass das auch einstellbar ist. Den Personal Server kann ich jetzt im Moment noch nichts zu sagen. Den muss ich selber noch ausprobieren, welche Vor- und Nachteile, was der eigentlich einem bietet. Wir wollen jetzt zentral arbeiten, das heißt also, wir haben hier auf dem Server unseren Benutzer und es gibt für das Arbeiten sogenannte Workspaces. Workspaces sind im Prinzip geklonte Repositories vom Server, die lokal liegen. Wir arbeiten immer mit einer lokalen Kopie mit dem Server. Das wird aber trotzdem jetzt erstmal im nächsten Schritt passieren. Das heißt, ich starte jetzt erst einmal nur den Client. Der will jetzt natürlich ein Passwort haben. Und das ist der Client. So, möchte ich das checken, wenn neue Versionen kommen? Ja, mach mal. Nein, ich möchte nicht improven. So, die Sicht, die wir jetzt haben, entspricht dem, was auf dem Server ist, die Depots. Ein Depot entspricht einem Repository, wenn man ein Git-Repository noch kennt. Das heißt also, das sind Behältnisse auf dem Server, in denen die Daten liegen. Wir haben uns jetzt erst einmal für dieses Testdepot, werde ich mich entscheiden. Damit werden wir dann probieren, wie Workspaces funktioniert. Hier jetzt erst einmal nur noch der Hinweis, was man noch machen kann. Wichtig ist eigentlich hier, dass man hier das Passwort ändern kann. Ansonsten kann man jetzt noch einige Environment-Variablen setzen. Auf die Art und Weise wird halt die Verbindung automatisch immer initialisiert. Es gibt auch ein Command-Line-Prompt. Ich vergesse immer, wo der ist. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Irgendwo konnte man den auch starten. Ich brauche ihn normalerweise nicht. Der Vorteil ist nämlich, das, was wir hier machen können, können wir auch in der Unreal Engine machen. Das kommt dann in einem dritten Teil. Beziehungsweise, das kann man sehr gut in diesem Video nachgucken. Für dieses Video soll es das erst einmal sein. Im nächsten Teil geht es dann darum, wie lege ich Workspaces an und wie arbeite ich damit eigentlich.